Shalom, Shalom. Wir vertrauen, es geht euch gut und ihr habt eure Augen auf Jesus Christus. Genauso wie Petrus, als er vom Herrn den Auftrag bekam, aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser zu wandeln, was für einen Fischer absolut abnormal ist, verrückt. Aber er hat es gewagt, auf die Worte Jesu, gemäß den Worten Jesus, seines Auftrages zu handeln. Und er wandelte auf dem Wasser, solange er seine Augen auf Jesus fixierte. Als er dann die Wolken sah und die Wellen und seine Augen wegnahm von Jesus, fing er an zu sinken. Und der Herr sagte, warum? Du Kleingläubiger. Ihr Lieben, wir leben in Zeiten, wo Kleinglaube nicht gefragt ist. Sondern wir müssen wirklich unser ganzes Vertrauen, unseren ganzen Glauben, unsere ganze Aufmerksamkeit auf Gott richten. Auf ihn schauen, auf sein Wort und nicht auf die Umstände. Wir können die Umstände wahrnehmen, aber wir dürfen den Umständen nicht mehr Gewicht geben als unserem Herrn Jesus und seinen Verheißungen. Und da möchte ich euch, Gott hat mich gefragt, ob ich bereit bin zu predigen über den verrückten Gott. Wisst ihr, ich wurde so oft in meinem Leben schon für verrückt abgestempelt, weil ich einfach Gott gehorche in allem, was er mir sagt. Er will von mir nur den Gehorsam, der Rest ist sein Problem. Und so habe ich jetzt mich hier auf die Suche gemacht, um Situationen zu finden, wo wir wirklich sehen, unser Gott ist verrückt. Er lässt sich nicht verstehen. Sondern er hat immer wieder neue Wege, um seine Pläne zu erfüllen. Und da habe ich ganz vorne angefangen. Wisst ihr, zuerst hat Gott einmal die Engel geschaffen. Und zwar den wunderschönsten Luzifer, den Lichtengel. Aber der wollte so sein wie Gott. Er war nicht bereit zu dienen. Er wollte sich über Gott stellen. Und da lesen wir in Jesaja 14, 12: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, den Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Wisst ihr, Stolz kommt vor dem Fall. Und im Lukas 10, 18 lesen wir: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Na, schauen wir uns einmal die Offenbarung an. Offenbarung 12. Da heißt es, ich lese euch das ganze Kapitel vor, denn es gibt nämlich viele Menschen, die sagen, es gibt keinen Teufel. Ihr Lieben, es gibt den Satan. Er war der, der die Anbetung Gottes geleitet hat im Himmel. Er war der Schönste, der Lichtengel. Aber er hat in seinem Wesen Stolz entwickelt. Und dann kam der Fall. Ich lese euch jetzt hier vor, und es erschien, das ist immer Offenbarung 12, 2 und 3 und folgende. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte, und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort. Und er warf sich auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Das verstehe ich nicht ganz, aber das ist gleich, das wird uns der Herr schon offenbaren. Immer wenn ich eine Schriftstelle nicht verstehe, denke ich mir, die ist für später. Aber dann, und es entstand ein Kampf im Himmel.
Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drachen, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht zu unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden. Hört es bitte gut zu. Sie, das sind wir. Sie haben ihn überwunden, den Teufel, wegen des Blutes des Lammes, wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind in den Tagen, wo der Teufel weiß, dass er nur kurze Zeit hat. Und er will jetzt noch zerstören, was er zerstören kann. Aber Gott hat das letzte Wort. Ihr Lieben, der Teufel ist bereits besiegt am Kreuz, da komme ich noch dazu. Aber er weiß, seine Zeit ist kurz. Und jetzt will er noch alles tun, um seine Herrschaft auf dieser Welt über Gott zu gewinnen. Es gibt wunderbare, in Hebräer 12, 22 erfahren wir, dass Myriaden von Engeln entschieden mit Satan zu rebellieren. Und Johannes sah dieses große Wunder im Himmel, ein großer feuriger Drache und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und warf sie auf die Erde. Die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Ihr Lieben, wir erleben ihn. Wir erleben ihn. Hat Gott aufgegeben? Nein. Er hat weitergemacht. Er hat die Erde geschaffen. Und dann hat er die Erde dem Adam und der Eva übergeben. Und er gab ihnen den Auftrag zu herrschen. Das könnt ihr im 1. Mose 1 lesen. Und Adam war der Vertreter der gesamten Menschheit. Und er hat von Anfang an den Auftrag bekommen zu herrschen. Ja, ihr könnt es lesen im 1. Mose 3, 1 bis 24. Das ist unser Auftrag, dass wir herrschen. Und machen wir das? Oder sind wir beherrscht von Angst? Ich werde noch ein YouTube geben, nur über Hab keine Angst. Die Bibel ist voll mit Ermutigung, hab keine Angst. Und wisst ihr, Angst auf Englisch heißt Fear, F-E-A-R, False Evidence Appearing Real. Wenn uns falsche Tatsachen als real erscheinen, dann haben wir Angst. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir wirklich mit den Augen des Heiligen Geistes sehen müssen und was das Wort Gottes uns sagt. Und der Satan kam und hat Adam und Eva verführt. Und er hat zu ihnen gesagt, er vertritt nämlich immer die Wahrheit. Das sagte, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, das ist in 1. Mose 3, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, die Schlange. Übrigens, die Tiere haben im Paradies gesprochen, bin ich überzeugt. Aber durch den Sündenfall wurde alle Kommunikation zerstört. Gott hat, und jetzt ist die Frage, die der Teufel der Frau gestellt hat, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Wisst ihr, der Teufel nimmt immer die Wahrheit und verdreht sie. Das ist die halbe Wahrheit. Gott hat nie gesagt, dass sie nicht von allen Bäumen essen dürfen, sondern nur von dem einen. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das ist aber auch, von dem Berühren hat Gott auch nicht gesprochen, also es hat sie auch verdreht.
Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gut und Böse. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Ihr Lieben, das war ungehorsam Gott gegenüber. Und das hat den Sündenfall für die gesamte Erde verursacht. Gott verlor durch diese Lüge des Feindes, er ist ein Lügner. Er wird zerstören. Durch diese Lüge, die Eva geglaubt hat. Und ihr Lieben, Adam wusste genau die Wahrheit. Er hätte müssen zu ihr sagen, nein, ich esse nicht von der Frucht. Aber weil er sie geliebt hat, mehr als den Gehorsam Gott gegenüber, er wollte sie nicht verlieren, hat er von der Frucht gegessen. Und so ist immer wieder in unserem Herzen der Kampf oder die Frage, was oder wen liebst du mehr als mich? Das ist immer wieder die Frage, die Gott mir stellt. Was ist dir wichtiger? Wisst ihr, einmal hat Gott mich sogar gefragt, was wäre, wenn ich dich nie mehr in einem Leben verwende? Dann habe ich gesagt, dann kannst du mich heimnehmen, Herr, dann habe ich hier keinen Sinn mehr. Dann hat der liebe Gott gesagt, aha, dein Dienst in meinem Reich ist dir wichtiger geworden als ich. Dann habe ich Buße getan und gesagt, Herr, und wenn ich nie mehr von dir in einer Situation gebraucht werde, ich werde dich trotzdem lieben. Ja, also Gott hat mit diesem Ungehorsam, hat er die Herrschaft über diese Welt und verloren. Und Adam und Eva wurden wiedergeboren. Sie wurden mit der Natur Satans durchdrungen. In Matthäus 4,9, da lesen wir von den Versuchungen Jesu. Und eine der Versuchungen war, wie der Feind sagt, ich gebe dir alles hier, was du siehst. Weil er wusste, es gehört ihm. Und Jesus hat nicht widersprochen. Die ganze Herrschaft dieser Erde war in den Händen des Feindes. Und Satan hat ihm etwas angeboten, was Adam und Eva ihm übergeben haben. Wenn Jesus niederfällt und ihn anbetet, den Satan anbetet. Und das ist immer noch das Ziel Satans, dass wir ihn anbeten und nicht Gott anbeten. Und da sind wir täglich gefragt, wen bete ich an? Und dann möchte ich weiter erzählen über das nächste war dann der Noah. Wir lesen dann von dem Stammbaum, von Adam bis Noah. Und ihr Lieben, ich habe mich sehr gewundert, denn alle Menschen bis Noah waren sehr alt. Der älteste Methuselah wurde 969 Jahre alt. Der Mose selbst, der war 500 Jahre, wie Gott zu ihm gesprochen hat, die Arche zu bauen. Und in der Zeit von Noah, da heißt es im 1. Mose 6,5, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens, nur Böse den ganzen Tag. Und jetzt kommt etwas, was man sonst nie liest in der Bibel. Und es reute den Herrn. Es tat ihm leid, dass er den Menschen auf Erden gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Tier, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber ich sehe, Gott sucht immer noch eine Lösung. Und er fand Noah. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Da lesen wir jetzt im 1. Mose 6. Erstens Mose 6,
Von 10 bis 22. Und Noah, dies ist die Geschlechterfolge Noahs, das könnt ihr dann selber lesen. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japheth. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mir gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz mit Zellen, sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verbiechen. Und so sollst du sie machen, 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du auf der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen, und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen, mit einem unteren, einem zweiten und einem dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel in dem Lebensodem ist zu vernichten. Und alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je 2 von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art. Je 2 von allen sollen dir zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. Und ich habe vorher gelesen, dass Noah zu der Zeit war er 500 Jahre alt. Und dann heißt es dann später, dass der Noah, ich lese weiter, aber es ist spannend, ich sag's euch. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in der Generation. Von allem reinen Vieh sollst du je 7 zu dir nehmen, ein Männchen und ein Weibchen. Und von dem Vieh, das nicht rein ist, je 2, ein Männchen und ein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je 7, ein männliches und ein weibliches, im Nachwuchs am Leben zu erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. Denn noch 7 Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte lang, und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehendes aus, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach dem, was der Herr ihm geboten hatte. Und Noah war 100 Jahre alt, als die Flut kam. Ihr Lieben, er war 500 Jahre, als Gott ihm den Auftrag gegeben hat, nach meiner Erkenntnis hier. Und mit 600 Jahren kam die Flut. Gott hat mich einmal gefragt, ob ich bereit bin, den Glauben von Noah zu bekommen. Dann habe ich gesagt, Herr, lass mich ein bisschen nachdenken. Und dann bin ich drauf gekommen, dass der 100 Jahre auf einem Berg, wo kein Wasser war, eine Arche gebaut hat. Und 100 Jahre verspottet wurde und ausgelacht wurde und für verrückt erklärt wurde. Ihr Lieben, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dann schaut manches verrückt aus. Aber Gott weiß, was er tut. Und und dann eben kam die Flut. Aber der Noah und seine Familie haben überlebt. Und Gott hat uns einen Regenbogen geschenkt, um immer zu erkennen, dass er nie mehr die Welt mit Wasser zerstören wird. Und ich habe mir sagen lassen von einem Wissenschaftler, dass jede Sekunde von Tag und Nacht irgendwo auf der Welt ein Regenbogen zu sehen ist. Gott hält seinen Bund. Was kam als nächstes? Der Turmbau zu Babel. Und ich glaube, da steckt viel mehr dahinter, aber ich glaube, dass die Menschen nachher wieder durch den Einfluss
Nachher lesen wir im 1. Mose 11, 1 bis 9. Wisst ihr, dass Gott nicht diese Welt, also wenn ich da umgesessen wäre, ich hätte gesagt, klopp, fertig, mit der Welt bin ich fertig, das war ein totaler Push. Aber Gott hat immer wieder weitergemacht und immer wieder neue Lösungen und immer wieder geglaubt. Und da steht im 1. Mose 11, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, wohlan, lass uns Ziegel streichen und hart brennen. Damals schon, ihr Lieben, haben die Ziegel gebrannt. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Die haben Asphalt gehabt, damals schon in den Tagen. Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis in den Himmel. Das war immer das Ziel Satans, bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, wenn sie was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, ja? Denn dort verwirrte der Herr die Sprachen der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Ihr Lieben, wie ich dankbar bin, dass hier in Uganda Englisch die Hauptsprache ist. Denn wir haben in Uganda allein über 60 Sprachen und die haben keinerlei Ähnlichkeit mit unseren Sprachen. Aber was wollten die haben? Einen hohen Turm. Erstens einmal haben sie sich an die Flut erinnert. Die haben gesagt, wir bauen so einen hohen Turm, dass kein Wasser uns mehr erreichen kann. Ja? Sie haben eine Sprache gehabt, sie waren eines Geistes. Aber nicht unter der Führung des Heiligen Geistes, sondern des menschlichen, gefallenen Geistes. Was sehen wir heute? Der ganze Trend ist heute eine Weltreligion, eine Weltwirtschaft, eine Weltregierung. Ihr Lieben, wer steckt da dahinter? Ich glaube nicht, dass wir viel brauchen, um das zu erkennen. Aber was noch interessant ist, in allen Sprachen dieser Welt, habe ich mir sagen lassen von einem Experten, sind zwei Wörter erhalten geblieben. Halleluja und Amen. In allen Sprachen. Und in allen Sprachen sollen Geschichten sein von dem großen Wasser, von der großen Flut. Ja, wenn man genau schaut in die Bibel, dann denkt man sich, lieber Gott, gib doch auf. Diese Welt ist hoffnungslos. Diese Menschen, immer wieder fallen sie ab von dir. Aber Gott hat einen ewigen Bund gemacht und er steht zu seinem Wort. Im 1. Mose 9,13 heißt es, meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich meinen Bund an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht und nie mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Kein Wunder, dass gewisse Kreise sich den Regenbogen als ihr Symbol aneignen wollten. Ihr Lieben, dieser Regenbogen ist ein Bund zwischen Gott und den Menschen.
Ja, dann, wenn wir uns den Abraham anschauen, wisst ihr, ich möchte euch erzählen, wie Gott eigentlich nicht logisch handelt, viele Male. Der Abraham. Schauen wir mal nach in 1. Mose 9, 13. Da ist der ewige Bund. 1. Mose 15, 18. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratesstrom. Die Keniter, die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Peresiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter. Und dann heißt es weiterhin: Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Wisst ihr, Gott hat dem Abraham versprochen eine ganz große Nachkommenschaft. Und die Sarah, seine Frau, hat kein Kind geboren. Ja, jetzt haben sie angefangen zu denken, wie können wir Gott helfen? Wisst ihr was? Gott braucht unsere Hilfe nicht. Er will unseren Gehorsam, er will unseren Glauben. Und dann hat Sarah in ihrer Kultur, war es erlaubt, wenn du als Frau keine Kinder bekommen konntest, konntest du die Magd deinem Mann geben. Er hat sie geschwängert und das Kind war dann dein Kind. Und wir wissen, dass diese Hagar einen Sohn geboren hat, den Ismael. Aber sie wurde sehr hochmütig nachher, sehr hochmütig und ist wirklich ein Problem geworden. Und das möchte ich euch jetzt auch noch vorlesen. Und Sarah. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram: Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarah sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarah, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. So, ihr Lieben, also er war damals 86 Jahre. Ja.
Ich werde noch mehrere YouTubes machen über diese Verrücktheit Gottes. Und dann lesen wir, wisst ihr, Gott lässt manchmal Dinge wirklich so weit kommen, dass wir sagen, das passt nicht mehr, Vater. Und Gott sprach, deine Frau Sarah sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach zu seinem Herrn und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, und das ist jetzt typisch, wir wollen Gott nachhelfen, möchte doch Ismael vor dir leben? Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaac geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaac aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und er hörte auf, mit ihm zu reden und Gott fuhr auf von Abraham. Ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, wenn Gott zu einem 100-Jährigen kommt und sagt, du wirst einen Sohn gebären und seine Frau ist 90-jährig? Und ihr Lieben, wir sehen dann auch, dass die Sarah auch gelacht hat. Die hat auch gelacht. Erster Mose. Denn das war unwahrscheinlich. Ja, sie hat auch, ich finde es jetzt gerade nicht, aber noch etwas. Sarah war weit über 90 Jahre und die waren ja in Ägypten. Und die Sarah war noch so schön, dass sie der König dort begehrt hat. Und der Abraham hat es mit der Angst zu tun bekommen. Er hat geglaubt, wenn der meine Frau will, dann wird er mich umbringen. So hat er der Frau geraten, du sagst, du bist meine Schwester. Und sie hat gesagt, Abraham ist mein Bruder. Ihr könnt die Geschichte nachlesen in 1. Mose 20, lest die ganze Geschichte. Gott sei Dank hat Gott diesen König bewahrt, die Sarah anzugreifen, denn sonst hätte er sie getötet. Ja, das ist auch nicht normal, dass eine Frau mit 90 Jahren so schön ist, dass sie begehrenswert ist. Ja, Gott macht verrückte Sachen. Und er möchte gerne mit dir und mit mir verrückte Sachen machen. Wisst ihr, verrückt auf Deutsch, wie mich die Leute dann immer wieder verrückt genannt haben, habe ich gesagt, du hast vollkommen recht. Ich wurde verrückt von der Dunkelheit ins Licht. Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens. Ich wurde verrückt in ein Leben des Glaubens. Und das ist wie Tag und Nacht. Die Welt, wie wir sie heute sehen, lebt, der Großteil lebt nach der Erkenntnis, nach ihren logischen Erklärungen, nach ihrem Wissen. Aber ihr Lieben, es ist die Zeit, durchzubrechen in ein Leben aus dem Glauben, aus dem Vertrauen, auf Gott schauen und auf dem Wasser zu wandeln. Wenn ich mein ganzes Leben zusammenfügen müsste in drei Worte, dann wäre es, vertraue mir. Er ändert mir dauernd die Klassenzimmer und dauernd die Lehrer. Aber immer dieselbe Botschaft. Vertraue mir. Und das möchte ich dir heute sagen. Vertraue Gott. Ganz gleich, in welchen verrückten Situationen du dich befindest, er wird dich von der Dunkelheit ins Licht versetzen. Von der Lüge in die Wahrheit. Und ich bete für dich, dass du diesen Schritt wagst. Und Gott mehr vertraust als allen anderen Erlebnissen, allen anderen Berichten, die du bekommst. Ich garantiere dir, das Beste liegt noch vor uns. Shalom, Shalom.